Bringt's mir da jetzt die Regale hochzuklettern. Okay, ich habe meinen Namen geändert. Zu Mystery Tod. Hört sich irgendwie besser an. Okay. Wenn du meinst. Mit der Regale können wir nicht laufen. Was bringt es uns jetzt hier? Wir sind die drei Augen abgelenkt. Und nun? Ich habe mal einen Knopf. Fahrstuhl. Faszinierend. Wozu braucht man den Fahrstuhl? Haben wir hier irgendwo eine Figur, die wir mitnehmen können? Irgendwas, was uns weiterhilft. Oben. Was wir mitnehmen können. Hier sind so Statuen. Die bringen uns auch nicht weiter. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen weiterfahren? Nee, das geht wieder nach oben. Ein Fahrstuhl. Da drüben ist der Todesraum. Ich finde mal hier irgendwo eine Figur, die wir mit nach oben nehmen können. Hier ist eine Figur auf dem Sockel. Können wir den irgendwie umstoßen? Den Sockel? Dreieck, Kreis, Viereck. Hat bestimmt was zu bedeuten. Können wir die Figuren hier verschieben, die Sockel? Können wir nicht. Wir müssen vielleicht Bücher da drauf legen. Bücher mit verschiedenen Symboliken drauf. Das wäre eine Möglichkeit. Da haben wir schon ein Buch vom Regal runtergeholt. Hat das vielleicht einen Dreieck, einen Kreis oder ein Viereck auf dem Umschlag drauf? Nicht wirklich. Jo. Porträt dort in der Mitte, das ist doch, wird wahrscheinlich irgendwie der, ist das der Punkt, wo wir weiter können, oder was passiert dann hier? So, dass wenn ich das Buch hier hinlege. Nicht hilfreich. Können wir da irgendwas finden? Nur Stapel voller Bücher. Ich glaube, das eine Buch hatten wir doch hier abgelegt. Das hat jetzt auch nichts zu bedeuten. Letztendlich brauchen wir eine Statue, um da weiterzukommen. Irgendwas, womit wir den Sockel austricksen können. Damit die Decke uns nicht erquetscht. Es passiert aber auch hier nichts. Es geschieht nichts, wenn ich da die Bücher drauf lege. Die Figur können wir wirklich nicht runter schubsen. Steht
Steht auf so ein bisschen erhöhtem Stein. Die Beine stehen ja auch auf erhöhten Steinen. Letztendlich brauchen wir die Figur dort. Irgendwie brauchen wir die Figur. Das ist die, die uns weiterhilft, dort durch den Raum. Kreis, Dreieck, Viereck. Gibt es hier irgendwelche Hinweise, irgendwelche dreieckigen und viereckigen Sachen? Da oben vielleicht irgendwas, was wir mit runternehmen können? Was war hier Fahrstuhl irgendwie mit runternehmen könnten? Was Dreieckmäßiges, was Kreisiges, was Viereckiges. Ich sehe hier nichts. Jetzt sind die Augen hier blind. Aber wozu? Wozu? Ich kann mal wieder Schloss springen, aber... Tja. Ich kann mal wieder ins Bücherregal. Was sollen wir da oben? Wenn wir denn da sind. Ich hier gerade das offensichtlichste Rätsel nicht. Keine Bücherregeln, kann man nicht lang klettern. Es bringt nichts hier. Hast du eine Idee? Mystery tot. Was hier gemacht werden muss. Bei drei Büchern fehlt, da fehlt uns dann eins, falls das die Option ist. Falls wir da irgendwie Bücher drauf legen müssen. Dann fehlt hier immer noch eins. Okay, hier sind wir schon hochgekommen. Das ist ein Gemälde. Ein wichtiges Gemälde. Noch irgendein Buch, was wir aufheben können, was wichtig aussieht. Sieht aus, als sitzt ein Kreis auf der. Sieht kreisig aus. Ich nehme das mal mit. Hab keinen Plan. Hast auch keinen Plan. Okay. Das Buch hier sieht ziemlich kreisig aus. Das ist ein Kreis auf dem Umschlag. Ich kann mir das irgendwie. Das wäre so meine erste Idee. Die Buchumschläge zu finden, die entsprechende Form haben. Da war ein Dreieck drauf. Auf dem Buchcover. Ist das vielleicht das Viereckbuch? Da richtig drauf lege, kann das die Möglichkeit sein, da jetzt das Dreieck richtig drauf lege. Das eine hat ja ein Dreieck, das andere hat einen Kreis und das andere scheinbar irgendwie ein Viereck. Auf die Platte mit dir.
Wenn ich das jetzt hier noch auf ein Viereck lege, bewirkt das irgendwas. Das tut's nicht. Das wäre eigentlich meine Idee gewesen. Die Bücher hier richtig zu stapeln. Zu platzieren, meine ich. Liegt jetzt jedes auf seiner Platte. Das kann es doch eigentlich nicht sein. Muss ich gleich noch nach der Komplettlösung suchen oder was ist jetzt hier los? Irgendwie müssen wir Kreis, Dreieck und Viereck. Passt doch theoretisch erstmal. Muss ich noch ein paar Mal drüber stolpern. Das in die richtige Richtung zu schieben. Ich sag nicht, wir müssen das in der richtigen Form anordnen, dass das spitz nach unten muss und so. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Okay, wir haben jetzt drei Bücher. Hier, das ist offensichtlich Viereck, Kreis und Dreieck. Nichts passiert. Komplettlösung. Vielleicht hilft die mir weiter. Ich bin jetzt einfach mal. Little Nightmares. Komplettlösung. Ich kann mich jetzt hier noch Stunden umgucken, und ich gucke jetzt ins DLC. Quatsch, ins komplette Lösung. Letztes Kapitel. Ja, das ist das erste Kapitel. Dann weiß ich ganz. Das müsste das letzte DLC hier sein, die Resident. Residenz. Das Licht haben wir am Anfang ausgeschaltet. Es hat uns nichts gebracht. Aufzugsschacht. Eine Tür, Auge ganz rechts, Bücherregal im zweiten Stock. Der Aufzug, rechte Seite, nimmst du steck die Leiter nach links, Leiter hoch, nimm das Buch und. Schieb das Bücherregal auf, um in den Raum zu gehen. Was? Sekunde. Ich verstehe die Komplettlösung nicht.
Irgendwas in dem Raum dort. Mit den Büchern, die wir gerade runtergeschafft haben.